Hallöchen, ich bin Anita vom Chandler. Anita, geile Themen, heute mit meiner kleinen Schwester. Und wir fahren heute zum allerersten Mal mit den Pferden an den See. Los geht's. So schaut der Kofferraum aus. Und jetzt beladen wir das Auto jetzt mal. Helme. Zäume. So, jetzt holen wir uns erst Kader und Rubinesca von der Koppel. Kader kann es fast nicht erwarten. Ah, ich glaube, wir sind da. Ist das hier schon der See? Gott, der See ist ja mega cool. So, ich packe mich da jetzt einfach irgendwo her. Und wow, wie schön ist denn da? Yay! Aber ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe nur Fotos auf Facebook gesehen, dass eine Freundin von mir nämlich da an dem See mal geritten ist und habe ich sie nicht angeschrieben. Das war am Sonntag, heute ist Donnerstag. Und ja, jetzt sind wir einfach da, nach 2 Stunden Fahrt. Bitte, wie obergenial ist denn das? Wir sind hier einfach auf einem riesengroßen See, der ganz seicht ist, wo man ewig lang reiten kann im Wasser. Weit und breit niemand und es ist ganz seicht und es ist voll cool und es hat so ein bisschen mehr Feeling, finde ich. Meine Schwester ist halt ein bisschen schwieriger, weil der Kader halt kleiner ist. Aber es ist total nett und es ist auch wettermäßig, ist noch richtig warm. Ich bin so begeistert von diesem See. Das ist einfach unfassbar schön. Ich hoffe, das sieht man halt irgendwie hier. Einfach riesengroß und man kann da super einfach mit dem Pferd auch rein. Ist das nicht ultra idyllisch? Und hier darf man auch reiten. Das finde ich halt voll cool. Ich habe vor circa 2 Monaten gesagt, ich möchte unbedingt meinen Pferden mal ans Meer, und zwar an die Nordsee, weil es einfach so einen schönen Strand gibt. Und jetzt habe ich heute so ein kleines bisschen mehr Feeling hier am See, weil hier ist einfach alles ganz seicht, hier ist einfach kein Mensch und der See ist auch überhaupt nicht tief, und der ist halt einfach, der geht nur bis zu den Beinen rauf. Gut, bei der Eskada ist es halt fast bis zum Bauch, aber sonst, gut, die Eskada ist auch ein bisschen dick, aber es ist super nett hier. Die Fahrt hat sich definitiv ausgezahlt. Wir sind jetzt circa knapp 2 Stunden hergefahren. Schau mal, wie groß dieser See ist und wie hier einfach niemand da ist. So sieht meine Aussicht gerade aus. Ich meine, ist das nicht unfassbar schön? Hier sind noch ein paar Hubabdrücker. Hier sieht man meine super nassen Stiefel. Ich bin innen drinnen komplett nass. Und hier geht es ganz seicht ins Wasser rein und es ist einfach so schön. Moment, bevor du gehst, unbedingt noch eine Bewertung dalassen, kostenlos abonnieren, und ich verlinke dir hier oben noch ein Video, wo ich mit meiner anderen Schwester in Norddeutschland ausreiten war, aber nicht mit meinen eigenen Pferden, wie das da am Meer war, mein allererster Meerstrandritt. Siehst du da, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Thank you.
Von